Hier ist Ronja und ich esse gerne Pizza. Ihr esst gerne Pizza. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der sagt, ich hasse Pizza. Pizza ist voll ekelig. Wir gucken heute. Ich darf nur Pizza essen oder ich kann nur Erde oder irgendwas in die Richtung. Jedenfalls ist es ein Mädchen. Sie kann nur Pizza essen. Nichts anderes. Sie isst nur Pizza. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Das ist ihr Go-To-Essen. Was wäre euer Go-To-Essen, wenn ihr nichts anderes mehr essen dürftet, außer einer Sache? Was? Schreibt mal in die Kommentare, ich wäre neugierig. Jedenfalls gucken wir heute, ich esse nur Pizza und dann let's go! Mein Name ist Nina, ich bin 17 Jahre alt. Fast alle mögen Pizza. Ich bin eine von ihnen. Pizza ist bei mir aber leider eher eine echte Besessenheit. Okay. Denn ich esse Pizza zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Käsepizza zum Frühstück, Pizza mit Pilzen zum Mittag und am Abend wieder Käsepizza. Zum Frühstück eine Pizza mit Pilzen oder Käsepizza am Mittag, das geht bei mir gar nicht. Warte, du isst 3 Pizzen am Tag? Eine Pizza hat Minimum 1000 Kalorien. Du brauchst keine 3000 Kalorien an einem Tag. Ich finde, mir reicht eine Pizza für einen Tag. Ich bin dann satt. Mein Problem ist, dass ich extrem wählerisch bin, wenn es ums Essen geht. Okay. Schon seit meiner Kindheit war ich so wählerisch. Und mit wählerisch meine ich nicht normal wählerisch. Es gibt ja Menschen, die keine Tomaten mögen. Manche hassen Eier. Es gibt mehr Dinge, die ich nicht esse, als Dinge, die ich esse. Käsepizza. Ich aß einmal 5 Monate lang nur Karotten. Doch dann wollte ich plötzlich nur noch Marmeladenbrote essen. In so einer Phase aß ich nur noch diese eine Speise und sonst nichts. Ich wollte immer nur das essen, was ich mochte, bis ich dann irgendwann genug davon hatte. Und da hast du dir gedacht, ich esse 5 Monate lang Karotten und nur Karotten? Meine Mutter sagt, dass ich das von meinem Großvater habe. Er starb noch, bevor ich auf die Welt kam. Frag dich mal, warum? Wir streiten ständig übers Essen. Einmal während eines Streits erzählte sie mir dann von ihrem Vater, meinem Großvater. Dein Großvater war genau wie du. Er verbarg seine Gewohnheit sogar, damit er uns kein schlechtes Vorbild sei. Ich kann mich nicht erinnern, je mit ihm gegessen zu haben. Selbst wenn er mit uns am Tisch saß, aß er nichts. Ich bin satt, esst nur, sagte er dann. Irgendwann erfuhren wir, dass er nur ein paar Dinge essen konnte. Laut deiner Großmutter konnte er nur gekochtes Huhn und gedünstetes Gemüse essen. Er sagte, alles andere könnte er einfach nicht riechen. Traurige Existenz. Er tat mir so leid, als ich davon erfuhr. Wie kann man sein ganzes Leben lang nur Hühnchen und Gemüse essen? Aber Großvater tat das. Deshalb macht es mich so traurig, dass du das Gleiche durchmachst. Aber ich weiß, aber sie macht ja nicht das Gleiche durch. Sie macht es ja bei Choice. Es ist ja keine Allergie. Sie ist nur so, ich will nur Marmeladenbrote. Ich esse nur Marmeladenbrote. Nichts dagegen tun kannst. Meine Mutter war zu Recht aufgebracht. Aber ich konnte tatsächlich nichts dagegen tun. Damals, als wir stritten, hatte meine Pizza-Obsession noch gar nicht begonnen. Ich hatte meine Phasen, doch wenigstens aß ich verschiedene Dinge. Ja. Unglücklicherweise wurde es aber immer schlimmer. Seit 6 Jahren esse ich nichts anderes mehr als Pizzen. Seit 6 Jahren? Ich weiß noch genau, wie die Pizza-Obsession damals begann. Tell es war ein Samstag. Meine Eltern arbeiten in der Pharmaindustrie. Sie wollten zusammen zu einer Konferenz. Doch bei der Verabschiedung kollabierte mein Vater. Er hielt sich die Brust. Sofort riefen wir den Krankenwagen. Meine Mutter fuhr mit ihm ins Krankenhaus. What? Es ging alles so schnell. Ich bereute es, nicht mit ihnen mitgefahren zu sein. Warum ich lief im Haus umher, krank vor Sorge. Stunden später rief meine Mutter an. Mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Ja. Zum Glück wurde er rechtzeitig behandelt und überlebte. Es ging ihm wieder gut. Sie machten noch ein paar Tests. Meine Mutter sagte, sie würden bald nach Hause kommen. Ich sprach sogar kurz mit meinem Vater. Ich war total erleichtert. Okay. Es war schon fast Mittag. Ich hatte nichts gefrühstückt. Oh nein! Ich war wieder gut gelaunt und dachte, heute esse ich etwas anderes. Mama wird sich total darüber freuen. Ich durchforschte den Kühlschrank und fand 3 Tiefkühlpizzen. Ich nahm eine heraus. Es war die Käsepizza. Ich backte sie auf und aß sie zum Frühstück. Damals aß ich nur selten Pizza. Ich dachte noch, ich habe ganz vergessen, wie gut Pizza schmeckt. Ah? Die Ärzte wollten meinen Vater über Nacht im Krankenhaus behalten. Sie wollten noch mehr Tests machen. Ich sagte meiner Mutter, mach dir keine Sorgen, ich komme schon klar. Doch sie hörte nicht auf mich und sagte, Tante Emma würde zur Nacht kommen. Ich beschloss, zu Mittag noch eine Pizza zu essen. Ich nahm eine weitere heraus, ohne hinzusehen. Und es war, genau, eine Pizza mit Pilzen. Meine Tante rief an und sagte, sie würde sich verspäten. Also aß ich am Abend auch noch die letzte Pizza. Wie kannst du so viel essen, Mädchen? Das ist
Tagfuttern. How do you do it? Pizza. Und so kam mein Speiseplan für die nächsten 6 Jahre zustande. Käsepizza zum Frühstück, Pizza mit Pilzen zum Mittag und Klassiker. Käsepizza am Abend. Klassiker. Am nächsten Tag hatte ich total Lust auf Käsepizza. Ich sagte meiner Tante, dass ich eine zum Frühstück wollte. Sie war überrascht, sagte aber nichts. Sie wusste, wie pingelig ich beim Essen sein konnte. Und zu Mittag durfte ich auch noch eine Pizza mit Pilzen essen. So begann meine Liebe zu Pizza. Und leider beherrschte sie mein ganzes Leben. Nein. In den nächsten Jahren aß ich nur noch Pizza. Sehr zum Missfallen meiner Mutter. Doch sie konnte einfach nichts tun. Ich weigerte mich, etwas anderes zu essen. Sie wusste, dass mein Problem medizinische Hilfe erforderte. Und sie suchte lange nach einer Behandlung. Doch nichts klappte. Den wohl seltsamsten Behandlungsversuch unternahm ein Psychiater. Zuerst war es eine normale Therapiesitzung. Er stellte mir Fragen und versuchte zu verstehen, warum ich nur Pizza aß. Guter Ansatz. Ich antwortete ehrlich auf seine Fragen. In der nächsten Sitzung sagte er, ich solle mal was anderes als Pizza essen. Dann versuchte er, mir Angst zu machen und sagte Dinge wie, wenn du nur eine Sache isst, wird dein Wachstum gehindert. Oder wenn du nur Pizza isst, wirst du fett und alle werden dich verspotten. Du wirst niemals einen Freund finden. Okay! Auch das nicht funktionierte, schrie er mich in der darauffolgenden Sitzung an und bedrohte mich. Du bist eine verwöhnte Göre. Du willst nur Aufmerksamkeit. Wenn du weit... Also, als Fellow-Psychologiestudentin hier, das tust du nicht. Ich glaube, dafür musst du auch keine Psychologiestudentin sein, um das zu wissen. Du, warum verliert er seinen Job nicht? Dahin nur Pizza isst, lasse ich dich in eine Anstalt einliefern. Hä? Sagte er. Das war meine letzte Sitzung. Du musst mal gucken, woher das kommt und nicht mitten hier Quatsch. Vielleicht hat sie eine traumatische Erfahrung. Hast du darüber mal nachgedacht? Ich erzählte meiner Mutter, was er getan hatte. Ja. Sie schickte mich nie wieder zu ihm. Gut. Der Typ war ja noch schräger als ich. Ich befürchtete, er würde von seinem Versagen besessen sein und mich übers Telefon weiter terrorisieren. Danach unternahm meine Mutter einen weiteren irrsinnigen Versuch. Er war kreativ und spannend, funktionierte aber nicht. Okay. Meine Mutter hatte mal eine Sendung über Leute gesehen, die von Essen besessen waren. In einer Folge gab es einen Typen, der seit er 5 war nur Hamburger aß. Die Produzenten bereiteten ein kleines Spektakel vor, um ihn zu überwältigen. Der Typ aß jeden Tag 4 Hamburger. Das sind 28 Hamburger pro Woche oder 1456 im Jahr. Okay. Sie luden 1456 Hamburger in einen Lastwagen und fuhren zu ihm nach Hause. Die sind dann riefen funny, sie ihn raus und luden alle 1456 Hamburger vor seinem Haus ab. Und er denkt sich, let's go, Hamburger. Sie sagten, genauso viele Hamburger isst du in einem Jahr. Er war schockiert und traurig und weinte sogar. Schließlich ließ er sich behandeln. Was für eine Lebensmittelverschwendung, though. Meine arme Mutter wollte das Gleiche tun, um mich zur Vernunft zu bringen. Irgendwie fand sie die Telefonnummer der Produzenten heraus und rief an. Sie hatten aber kein Interesse. Sie hatten schon mal einen Pizzasüchtigen da gehabt. Ah, lame. Also wollte es meine Mutter auf eigene Faust tun. Sie wusste aber, dass sie dafür nicht genügend Geld hatte. Doch sie gab nicht auf. Sie rief bei einem Nachrichtensender an und erzählte ihnen von mir. Das wird der Knaller. Es ist eine Geldverschwendung und es ist eine Lebensmittelverschwendung. Ich meine, deine Tochter, die weiß doch, dass sie viel Pizza isst. Meine Tochter weiß nicht Bescheid. Sie sagten, sie hätten Interesse an der Story. Mhm. Dann kontaktierte meine Mutter einen Pizzahersteller. Als das Unternehmen hörte, dass das Ganze im Fernsehen gezeigt werden würde, willigten sie ein, sie zu sponsern. Mhm. So ein Quatsch. Eines Morgens wachte ich auf. Meine Mutter war in der Küche. Als sie mich sah, sagte sie, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe für dich eine ganz besondere Pizza bestellt. Sie ist bald hier. Wieso freust du dich? Du kannst doch nur 2 Arten von Pizza essen. Klingelte es. Sie nahm mich bei der Hand. Sie führte mich hinaus. Ich starrte sie an. Vor dem Haus stand ein Lieferwagen, der bis oben hin mit Pizzaschachteln gefüllt war. Ich ahnte, dass sie etwas geplant hatte, als ich den Reporter und den Kameramann auf der Straße sah. ja, hast du was geahnt? Sie fragte mich, Nina, wie viele Pizzas sind deiner Meinung nach in dem Wagen? Pizzen. Es heißt Pizzen. Keine Ahnung, antwortete ich. Du isst täglich 3 Pizzen. 3 × 365. Wie viel ist das? Genau. Du isst im Jahr 1095 Pizzen. Auch noch easy Mathe rechnen, ha? Wie kann man nur so viele Pizzen essen?
Schatz, bitte hör endlich auf damit. Tu es bitte vor laufender Kamera, damit jeder Pizzen, weiß, ja. wozu du dich heute entschieden hast. Ich schaute auf die Pizzakartons. Ich sagte, Mama, wenn wir deinen Make-up-Verbrauch oder das Popcorn, das Papa beim Fußballschauen isst, zusammennehmen, haben wir einen ähnlich großen Haufen. Tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Meine Mutter war aufgebracht. Zu Recht. Fail. Sie hatte sich so viel Mühe von der gegeben Mutter. Und wollte mir helfen. Schlechteste Fernsehshow aller Zeiten. Sagen. Aber ich ging zurück ins Haus. Siehst du, ja? Ah, da hinten der LKW voll mit. War das ganz schön voll, aber ganz ehrlich, wenn man dein ganzes Essen voll macht für ein Jahr, dann kriegst du auch einen LKW voll. Ich gehe wieder, ne? Tschüss. So. Tut mir leid, diese Geschichte hat leider kein Happy End. Das war's? Ich bin 17 Jahre alt. Das war's? In den letzten 6 Jahren habe ich 3-mal am Tag Pizza gegessen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich so weitermachen werde. Ich weiß, dass es nicht gut für mich ist und ich empfehle es bestimmt niemanden. Aber so ist es eben. Ich wollte es euch erzählen und ihr entscheidet, was ihr davon hält. Da hat sie aber die Geschichte geschrieben und war so, okay. Let's go. Wir machen die Story rein mit der Mutter und dem LKW und der Reality-Show. Das wird ein Hit. Aber dann ist die Tochter dann so, ja, aber actually, I don't care. Und dann habe ich weiter Pizza gegessen. Amazing Storytelling. 10 out of 10. Was? Oh mein Gott, ich liebe die Geschichte. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Das war's mit dem heutigen Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.